So, Vlogzeit. Ja, es ist ja ein bisschen leise gewesen, es ist ein bisschen wenig los gewesen auf meinem Kanal in letzter Zeit, auf meinem Twitch-Channel, überall eigentlich. Bis auf Facebook, da bin ich immer noch fleißig am Rumspammen. Und ja, ich will euch einfach mal ein bisschen updaten, was momentan so los ist und warum ich denn so wenig Zeit habe. Also viele haben es ja wahrscheinlich schon mitbekommen, vor allem von den anderen Leuten. Ich bin jetzt bei Freaks for You und habe hier jetzt ein Praktikum angefangen. Das ist mega awesome. Das Problem ist nur, es ist halt am exakt anderen Ende von Berlin. Also ich wohne im östlichsten Osten und das hier ist im westlichsten Westen, also in Spandau. Und da fahre ich jeden Tag knapp 1,5 Stunden hin. Das heißt, 3 Stunden am Tag gehen halt zusätzlich zu den 9 Stunden Arbeiten, Montag bis Freitag nochmal drauf. Und da komme ich dann immer so 20, 21 Uhr erst nach Hause und da habe ich dann nicht mehr so wirklich Bock auch noch zu streamen und Schlaf brauche ich auch noch. Am Wochenende werde ich versuchen, vor allem in der Zukunft jetzt zu streamen, wo ich sage, dieses Wochenende wird es nicht passieren, weil ich da das Expansion-Tournament mit Mori zusammen mache. Aber ja, ich kann halt nicht mehr wirklich regelmäßige Stream-Zeiten euch sagen, leider, weil es halt wirklich komplett davon abhängt, was gerade los ist und so weiter. Und wenn man den ganzen Tag hier mit Leuten zu tun hat, dann will man am Wochenende auch irgendwie mal ausspannen. Und ja, deswegen habe ich jetzt momentan nicht so viel gestreamt. YouTube versuche ich jetzt wieder ein bisschen mehr zu machen und streamen, weiß ich nicht, einmal die Woche. Da will ich mich echt nicht festlegen. Jetzt gerade ein bisschen entspannt hier, habe die ersten Videos fertig gemacht. Gönne mir jetzt hier mein richtig, richtig saftiges Haferflocken-Gedöns. Ja, wäre ja nicht Sola-Video ohne Essen. Praktikum. Wie schon erwähnt, meine Aufgabe ist, mich um den Summoners Inn Channel zu kümmern, oder generell Summoners Inn, dann halt die Produktion zu unterstützen, also Cast etc. Ist auf jeden Fall mega nice, kann mir nichts Besseres vorstellen momentan. Außer eben noch mehr zu streamen, aber ja. Mal gucken, was die Zukunft zeigt und ja. Wer es mitbekommen hat, ich bin ja leider nur Diamond 3 gewesen. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, jetzt nochmal den letzten paar Tage richtig durchzustarten und vielleicht noch Master zu machen, aber irgendwie hat da die Motivation gefehlt und ja, Diamond 3. Natürlich ein guter Progress. Season 1 Bronze, Season 2 Diamonds, Season 3 Challengers, Season 4 Diamond. Ist halt so, liegt da an dem Master-Tier vor allem. Aber da bin ich nicht wirklich sonderlich mad. Ich spiele jetzt LOL hauptsächlich nur noch, ja, einfach aus Spaß. Ich habe so ein bisschen, naja, nicht aufgegeben, aber mit der Zeit, die ich momentan für LOL habe, macht es wenig Sinn, da irgendwas teamtechnisch noch zu versuchen. Zumindest nicht, was wirklich Challenger-mäßig etc. angeht. Natürlich immer so Teamwork mit Maxim oder so, keine Frage, oder mit Kumpels, aber wirklich aktiv trainieren und so weiter macht wenig Sinn. Deswegen habe ich das ein bisschen an den Nagel gehängt. Mal gucken, vielleicht in Zukunft bietet sich noch was, man weiß ja immer nicht. Gerade bei meinem Verfahren jetzt hier in den letzten paar Monaten, wenn man sich überlegt, vor 3 Monaten, ja, habe ich angefangen zu streamen. Vor 2 Monaten, wo ich Twitch-Partner. Vor 1 Monat hatte ich 2,5k Viewer und jetzt bin ich einfach hier bei Freaks for You. Das ist einfach, wenn das jemand vor 3 oder 4 Monaten gesagt hätte, dass mein Leben so abläuft, ich hätte den weggeschellt. Nee, also wirklich, das ist echt. Deswegen will ich auch nicht allzu viele Zukunftspläne machen, weil, ja, man kann einfach nicht so weit in die Zukunft schauen, gerade bei sowas hier nicht. Und da werde ich einfach alles auf mich zukommen lassen. Werden euch natürlich geupdatet halten auf Facebook. Ich freue mich natürlich trotzdem, wenn ich euch irgendwie helfen kann. Also wenn ihr irgendwelche Fragen, eigentlich egal über was, über Spiel habt, über mich, über irgendwas, dann haut mich am besten einfach auf Facebook an, da antworte ich trotzdem noch relativ häufig, da bin ich noch ziemlich aktiv. Ja, ich bin ja immer noch in der Materie drin, das heißt, ich befasse mich ja noch extrem viel mit League of Legends, ich spiele es halt nicht mehr ganz so häufig selbst. Deswegen sieht es mit dem Ranking halt nicht so saftig aus momentan. Aber mal gucken, nächste Season versuche ich auf jeden Fall so eine richtig geile Winrate zu haben, irgendwie so 40 Wins, 5 Loss, Diamond 1 oder so. Richtig nice. Richtig nice wäre das. Aber ja, wenn ihr da einfach Fragen habt, ja, oder mit mir schreiben wollt, egal was, einfach anschreiben. Da werde ich auf jeden Fall immer noch den Kontakt zu euch suchen. So, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen, beziehungsweise ihr habt einen kleinen Einblick gekriegt, warum, wie, was denn momentan so bei mir passiert. Und ja, ich hoffe, ihr seid ein bisschen beruhigt, warum ich denn nicht mehr streame etc. Wie gesagt, habe Entscheidungen getroffen, die das dann eben zur Folge ziehen. Und ja, wäre cool, wenn wir trotzdem in Kontakt stehen könnten. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Tschüss.